Wer ist schmäler, der oder ich? Diese abgemagerte Figur hat für mich etwas Fesselndes. Ist es die schlanke Gestalt? Ich denke, es ist eher die Erhabenheit, die in ihr steckt. Als würde sie nach oben streben, von einer inneren Kraft bewegt. Diese Bronzeskulptur stammt vom Schweizer Künstler Alberto Giacometti. Sie steht hier bei einer Ausstellung im Leopold-Museum in Wien. Ich denke dabei, dass Alberto Giacometti mehrere Jahre in einer Krise steckte und dabei auch eine Schaffenspause einlegte. Und nach seiner Krise hat er begonnen mit diesen langgezogenen Figuren. Und ich frage mich, hat er vielleicht in der Krise eine Erfahrung gemacht, vielleicht sogar eine Kraft erlebt, die ihn in der schweren Zeit aufgerichtet hat und diese Erfahrung dann in diesen Figuren dargestellt. Was mir den Rücken stärkt in schweren Zeiten, das sind vor allem Freunde, die zu mir stehen, auch wenn es mir mal schlecht geht. Und ich denke da an meinen besten Freund. Er hat selber eine schwere Krise durchgemacht, er ist sogar getötet worden. Doch nach einigen Tagen war er so stark, dass er von selber wieder aufgestanden ist. Und ich weiß, dass dieser Freund mich durch mein Leben begleitet und in eine gute Zukunft begleitet. Und dieses Vertrauen richtet mich immer wieder auf. Es ist Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und ich kann dich und euch alle aufrichten.